Seit Mitte August zeigen sich auf Zuckerrübenfeldern um die Zuckerfabriken Offenau bei Heilbronn, Ochsenfurt bei Würzburg und Offstein bei Worms zunehmend gelb werdende Blätter. Im weiteren Verlauf begannen die Rüben zu welken, verloren immer mehr Blattwerk und seit Mitte September ist eine gummiartige Konsistenz der Rübenwurzel festzustellen. Ja, die Rübenbranche, also vom Anbauer über Südzucker Züchtungsunternehmen, hat sich heute auf einem Feld im Kreis Heilbronn getroffen und hat die Auswirkungen sich angeschaut, was jetzt die dritte Herausforderung im Rübenbau neben viröser Vergilbung und SPR ist, nämlich Candidatus Phytoplasma solani. Eine weitere Herausforderung für den Rübenanbau, der sich negativ auswirkt. Und jetzt geht es darum, schnell gemeinsam Lösungen auf den Weg zu bringen, um den Rübenanbau zukunftsfähig zu halten. Und da müssen jetzt alle Kräfte zusammenwirken. Und deshalb freue ich mich sehr, dass auch unser Verbandsvorsitzender aus dem süddeutschen Bereich, Dr. Stefan Streng, heute da ist, sich vor Ort ein Bild gemacht hat und jetzt auch gemeinsam mit den Experten auch bei der weiteren Tagung teilnehmen wird. Genau, und darum geht es. Wir waren jetzt auf dem Feld, wir haben gesehen, welche neuen Probleme da sind. Der Erreger schafft eine Gummirübe und die ist eben nicht nur hier im Gebiet, sondern auch in anderen wichtigen Anbaugebieten Süddeutschlands jetzt vorhanden. Und deswegen stehen hier die Experten jetzt Rede und Antwort. Wir versuchen hier gemeinsam heute den Startpunkt für eine Problemlösungsstrategie zu schaffen. Und es wird jetzt ein spannender Nachmittag. Und das heißt, Daumen drücken, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Probleme lösen. Untersuchungen des Verbands der hessisch-pfälzischen Zuckerrübenanbauer haben eine bakterielle Infektion, übertragen von Zikaden, festgestellt, die man bisher vor allem aus dem Kartoffelanbau kannte, die sogenannte Stolburg-Krankheit. Um alle Kräfte zur Bewältigung der Aufgabe zu bündeln, fand am 29. September 2023 ein Gipfeltreffen in Offenau statt. Nach einer Felderrundfahrt wurde das Expertenwissen zusammengetragen. Wir haben dann einen Versuch mal gemacht gehabt, 2019, 2020, mit der, ob man Weizenanbau im Nachgang, also gerade mit der Zikade, dass man das in den Griff kriegt. Dann haben wir an einer Seite haben wir Weizen rein gemacht, an anderer Seite haben wir Mais rein gemacht, dass man einfach einen längeren Zeitraum hat, wo der Acker kahl liegt. Es zeichnet sich ab, dass für die diesjährige Entwicklung auch der Witterungsverlauf mitverantwortlich ist. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es auch um Heilbronn schöne Zuckerrübenbestände gibt, die bewässert worden sind. Die Experten suchen jetzt Lösungen, die kurzfristig helfen könnten. Wir haben das Projekt Mückitz durchgeführt, abgeschlossen im Sommer. Sie wissen das. Viele von Ihnen waren auch auf der Tagung. Die Betabol-Forumsveranstaltung im Sommer. Das war im Grunde genommen auch ein Stück weit Ergebnisbericht über diese Dinge, die wir in den letzten 3,5 Jahren erarbeitet haben. Aber das ist ja nicht das einzige Projekt. Hier in Baden-Württemberg hat Beta Climate gestartet. Beta Climate von meiner Kollegin initiiert, 1,3 Millionen schwer. Entoprock hat gestartet auf Bundesebene, 5 Jahre. GFZ ist dabei. Fraunhofer ist dabei, wir sind ausführend dabei. Und bei Entoprock würde ich sagen, von den 5 Millionen, die es da gibt, ist 1 Million Zikade, also ganz grob. Und dann gibt es das Projekt Sonar. Sonar hat seit 1,5 Jahren ungefähr gestartet. 2 Millionen Fördergelder in diesem Bereich. Und mit Herrn Lang gesprochen, also es gibt Variabilität. Ist das ausreichend? Ist das kurzfristig wird das wahrscheinlich nicht helfen, mittelfristig eventuell. Das müssen wir uns genau anschauen. Was ich sehe, und wir arbeiten jetzt schon lange daran an SBR, ist, dass die Grundlagenforschung einfach nicht stark genug ist. Wir brauchen viel mehr Grundlagenforschung zu Phytoplasma, also nicht nur SBR, aber Phytoplasma allgemein. Was geht da los? Monitoring? Weiß ich nicht, kommen wir überhaupt nicht weiter, wissen einfach nicht, worum es geht. Also da meine Einschätzung. Aus der Schweiz und dem Elsass, wo die Krankheit ebenfalls auftritt, weiß man, dass der Verzicht auf Winterweizen nach Zuckerrüben die Zikadenpopulation schwächt.
Ansätze gibt es auch in der Bodenbearbeitung und im Pflanzenschutz. Langfristig könnte uns die Pflanzenzüchtung helfen. Ja, die intensive Diskussion der Experten, die hier heute zusammengekommen sind, hat gezeigt, wie komplex die Situation ist und dass wir nicht die eine einfache Lösung finden werden. Wir müssen jetzt anfangen, alle bereits erlangten Erkenntnisse miteinander zu integrieren in einem integrierten Ansatz. Wir müssen Kapazitäten bündeln und wir müssen insbesondere jetzt die angewandte Forschung intensivieren, flankiert durch Grundlagenforschungselemente, um die Situation besser zu verstehen und damit dann zielorientierte Gegenmaßnahmen zu etablieren. Um möglichst schnell und zielgerichtet voranzukommen, wurde eine Taskforce Gummirüben gegründet. Wir haben heute eine Taskforce gegründet, die sich intensiv ausschließlich um das Thema SBR, Gummirüben, Stolburg kümmern wird. Unsere Aufgabe ist ganz klar, wir wollen den Zuckerrübenanbau in Süddeutschland sichern. Wir müssen eine Lösung finden für unsere Landwirte. Es gibt verschiedene Kompetenzzentren, Kuratorium für Versuchswesen in Mannheim. Wir haben die großen Aktivitäten der Pfalz, die Aktivitäten des IFZ. Meine Aufgabe ist, alle Beteiligten zusammenzubringen, die Kommunikation zu verbessern, auch Drittmittelgeber anzusprechen mit dem Ziel, dass wir eine Lösung für den Rübenanbau schaffen. Das ist die Priorität in den nächsten 12 Monaten. Viel Erfolg!